Hallo, liebe Kinder. Damit wir uns nicht aus den Augen und Ohren verlieren, kommen wir, die Mitarbeiterinnen der Freitaler Bibliotheken, wieder auf diesem Wege zu euch. Und heute begrüßen euch unser Biborabe und eure Frau Liske aus der Bibliothek in Freital-Zauberode. Ich habe wieder aufgeschrieben, was unser Biborabe Neues erlebt hat. Hört einmal zu. Der kleine Biborabe und das Märchenbuch. Der kleine Biborabe sitzt erwartungsvoll auf dem Regal. Er lauscht auf das Türschloss. Ah, es klackt. Die Bibliothekarin schließt die Eingangstür von außen zu und geht nach Hause. Draußen wird es schon bald dunkel. Nun muss der Rabe schnell sein. Das geheimnisvolle, bunte, dicke Buch auf dem Tisch, das hat es ihm angetan. Er möchte doch so gern noch einen Blick hineinwerfen. Ein Märchenbuch soll es sein. Vielleicht entdeckt er darin noch ein klitzekleines neues Abenteuer. Der Biborabe schüttelt wieder die Flügel. Er schwingt sie und schwingt und schwingt. Und schon geht es los. Ganz vorsichtig fliegt der kleine Rabe durch die Bibliothek zum Tisch. Er setzt sich neben das Buch und klopft mit dem Schnabel darauf. Nichts passiert. Noch einmal. Noch immer nichts. Ein wenig verstimmt klopft der Rabe weiter. Springt mit einem Mal der Buchdeckel auf. Der Rabe hüpft erschrocken zurück. Ein Männlein schiebt sich aus den Seiten des Buches, reibt sich die Augen und ruft verwundert: Was? Schon wieder Vollmond? Und schon wieder Mitternacht? 12 Schläge habe ich vernommen. Zeit für Spiel und Tanz. Er rückt seine Schärpe zurecht. 7 auf einen Streich steht da geschrieben. Was mag das nur für ein toller Kerl sein, überlegt sich der Rabe. Das Männlein schüttelt an den Buchseiten. Verwundert zeigen sich nun auch andere Märchenfiguren. Der kleine Frosch mit der Krone reckt und streckt sich, schüttelt seine langen Hinterbeine, gähnt und quakt. Warum bin ich heute noch so müde? Ein Mädchen mit einer Taube auf der Schulter vermisst ihren goldenen Schuh. Ein anderes klettert aus dem Buch und schüttelt ihr Federbett. Oh, schon so spät, ruft sie aus. Jetzt brummt es auch noch gefährlich. Ein Bär schimpft. Ich bin doch noch gar nicht richtig durchgewärmt. Schneeweißchen und Rosenrot, ihr habt doch eben erst das Feuer im Kamin entfacht. Einer nach dem anderen stellen sie sich im Kreise auf. Auch die 7 kleinen Männlein mit ihren Grubenlampen am Gürtel und einer ganz besonders schönen Jungfrau. Das ist sicher eine gute Fee,
denkt sich unser Biborabe. Die sieben nennen sie allerdings Schneewittchen. Oh, das ist ein schöner Name. Ein kleines Mädchen mit einer roten Kappe gesellt sich jetzt zum Kreis. Und mit ihr kommen ein Jäger, eine verschlafene Oma mit Brille und im Nachthemd und ein Wolf. Sieben kleine Geißlein und eine große Geiß springen hinterdrein. Und nun versucht eine gar liebliche Maid, ihren langen Zopf aus dem Buch zu ziehen. Er hat sich wohl verklemmt. Hilfe bekommt sie von einem schmucken Kater mit langen Stiefeln. Er spricht sie ganz merkwürdig an, wie ein Gemüse. Rapunzel nennt er sie. Das findet unser Biborabe komisch. Und nun traut er sich an die bunte Gesellschaft heran. Die vielen Figuren aus dem Märchenbuch schauen erstaunt zu ihm. Und der Kater spricht: Ja, wer bist denn du? Wir warten doch auf Kunz und Hans. Du warst noch nie beim Mitternachtstanz. Bist du einer der sieben Knaben, die verwandelt wurden in sieben Raben? Oder gehörst du zu den Bremer Stadtmusikanten, die umherwandeln in unseren Landen? Oh, oh, was nun? Der Biborabe, wie soll er erklären, wer er ist? Vorsichtig klopft er wieder mit dem Schnabel auf das Buch. Da ruft das Männlein mit der Schärpe aus: Du bist ja gar keiner von uns. Du warst das. Du hast uns gerufen mit deinem Plopp, 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 Plopp. 12 Mal habe ich gezählt. Nicht die Turmuhr war's, sondern du? Der Rabe nickt verschüchtert mit dem Kopf. Oh, schnell zurück ins Märchenbuch, sonst ereilt uns ein neuer Hexenfluch. Die Stunde der Mitternacht ist unsere Zeit. Und nur bei Vollmond sind wir zu Spiel und Tanze bereit. So ruft der Kater. Und schon beginnen alle mit Schieben und Schubsen. Die Märchenfiguren müssen eilig zurück ins Buch und natürlich an ihren richtigen Platz. Hoffentlich geht alles gut, denkt sich der kleine Rabe. Als letzter ruft ihm der Frosch noch zu: Mach schnell, klapp das Buch wieder zu. Flink hüpft unser kleiner Rabe heran, packt mit dem Schnabel den Buchdeckel und klack schließt er das Buch. Geschafft! Ein wenig bedrückt fliegt er nun zurück auf seinen Platz auf dem Regal. Ob die Bibliothekarin den Kindern beim nächsten Besuch die Märchen richtig vorlesen kann? Haben alle Figuren ihren alten Platz im Buch gefunden? Das wird spannend. Man wird es erfahren. Das Abenteuer hat den kleinen Biboraben sehr müde gemacht. Er schläft ein und träumt von neuen Abenteuern. Von den Kindern und all den anderen Besuchern hier in unseren Bibliotheken. Und ihr? Seid ihr auch gespannt auf neue Geschichten? Dann kommt vorbei hier auf dem Kanal oder in unseren Bibliotheken. Tschüss, bis zum nächsten Wiederhören. Sagen euch
der Biborabe und eure Frau Liske aus der Bibliothek in Zaukerode.